Das Pflanzenzüchtungsunternehmen Strube aus Söllingen präsentierte beim Innovationstag Zuckerrübe interessante Projekte zu aktuellen Praxisthemen. Unter dem Motto »The Beat Goes On« erfuhren die Gäste, wie Strube mit gezielten Projekten daran arbeitet, den Anbau von Zuckerrüben auch in Zukunft wirtschaftlich und nachhaltig zu gestalten. Als Pflanzenzüchter sind wir es gewohnt, strategisch zu denken. Wir beobachten in der Landwirtschaft seit Längerem einen Wandel zu immer stärkeren Restriktionen im Bereich des chemischen Pflanzenschutzes. Daher haben wir für unser Unternehmen eine Vision entwickelt, mit der wir unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass unsere Produkte einen wirtschaftlich erfolgreichen, aber ressourcenschonenden, nachhaltigen Anbau ermöglichen. Aus diesem Grund investieren wir nun in Projekte für eine Zeit nach dem chemischen Pflanzenschutz. Denn das ist die Zukunft in vielen Ländern. So wurde zum Beispiel der Bluebop gezeigt, ein Prototyp für einen elektrisch betriebenen Feldroboter, der zukünftig autonom in Zuckerrübenfeldern Unkraut hacken soll. Mit den Projektpartnern Nayo Technologies und dem Fraunhofer Entwicklungszentrum Röntgentechnik wird derzeit intensiv an der Entwicklung des mehrreihigen Hackroboters gearbeitet. Wir sind sehr stolz, dass wir bereits wenige Monate nach dem Projektstart so weit sind, dass die Hacktechnik des Bluebots funktioniert. Unser Ziel ist, dass die künstliche Intelligenz exakt zwischen Zuckerrüben und Unkräutern unterscheiden kann. Der Roboter soll in der Lage sein, zwischen und in der Reihe Unkraut zu hacken. Und das vom Zweiblattstadium bis zum Reihenschluss. Aber es gibt noch viel zu tun, das Projekt ist noch jung. Ein weiterer Roboter wird bereits zur Optimierung der Saatgutqualität eingesetzt. Der Pheno Fieldbot zählt, vermisst und beobachtet im Feld die Zuckerrüben, Keim- und Jungpflanzen bereits ab dem Zeitpunkt, wo sie auf dem Acker sichtbar sind. Die Ergebnisse des Roboters helfen zum Beispiel bei Vergleichen zwischen Saatgutpartien oder bei anderen Versuchsfragen, bei denen eine genaue und präzise Beobachtung der Pflanzen im Verlauf der Jung- und Jugendentwicklung erforderlich ist. Am Bluemobil ging es um die Rodung der Versuchsparzellen und die Verarbeitung der Ergebnisse. Seitdem die Nah-Infrarot-Spektralanalyse auf dem mobilen Rübenlabor eingesetzt wird, liegen die Resultate wie Ertrags- und Qualitätseigenschaften unmittelbar vor. Auch die Entwicklung smarter Applikationen wurde präsentiert. Die App ZercoSpot ermöglicht auf Basis von Fotos eine präzise Analyse, ob ein Rübenbestand von der Blattkrankheit Cercospora befallen ist. Durch die Einbeziehung und Verrechnung von Wetterdaten gibt die App eine Prognose, wie sich der Befall entwickeln wird. ZercoSpot wird entwickelt, um dem Landwirt zu helfen, die Befallssituation korrekt einzuschätzen. Auch wenn der Pheno-Test durch die Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie nicht im Labor präsentiert werden konnte, so wurde die Funktionsweise des Tests an einer Station anschaulich präsentiert. Der von Strube entwickelte Keimfähigkeits- und Triebkrafttest prüft die Saatgutpartien unter Laborbedingungen und liefert bei der Saatgutproduktion wertvolle Informationen für die Abstimmung der Prozesse und zur Optimierung der Saatgutqualität. Welche Innovationen in den Zuckerrübensorten stecken, wurde bei der Präsentation des aktuellen Sortiments und der Sortenpipeline für die nächsten Jahre präsentiert. Im Jahr 2020 konnten in Deutschland 3 neue Sorten zugelassen werden. Das Unternehmen Strube rechnet auch in den nächsten Jahren mit neuen Sorten, die zum Beispiel gegen starke Rhizomania durch die eigene Resistenzquelle RZX geschützt sind. An den Stationen wurde informiert, aber auch diskutiert und über die großen Herausforderungen im Zuckerrübenanbau gesprochen. Die Innovationen werden dabei helfen, den Rübenanbau auch zukünftig rentabel und nachhaltig zu gestalten.